Schönen guten Abend. Ich freue mich, wieder hier bei Ihnen zu sein. Danke auch für die Einladung und für die Vorbereitung. Wie gesagt, auch in der Eröffnungsrede, wir wollen heute Abend nah am Wort bleiben. Und deshalb fokussieren wir uns auf dieses Kapitel, Johannes 9. Ich habe schon gesehen, einige hatten schon Bibel geholt. Wenn Sie das möchten, sagen, das hilft mir, dabei zu bleiben, ist gut. Aber es kann auch sein, dass Sie so gewöhnt sind, zuhören ohne Bibel dabei. Das geht natürlich auch. Es hat einige Fragen gegeben wegen des Titels. Christus führt in die Krise. Und ich hörte eben im Vorgespräch, dass jemand angerufen hatte oder sich gemeldet hatte, ob ich nicht den Akkusativ mit dem Dativ verwechselt hatte. Jesus Christus führt in der Krise, also wir sind in der Krise und da führt Christus uns. Aber ich hatte 6 Jahre Deutsch in der Schule und die Grammatik wurde bei uns noch eingestampft und Unterschiede zwischen Akkusativ und Dativ, das geht noch. Also es muss sein, Christus führt wirklich in die Krise. Und das Wort Krise, das hören wir ja oft, dass die Lage kritisch ist, die Lage im Nahen Osten, die Lage in der Ukraine. Und das bedeutet immer, da passiert was. Das geht gut oder das geht nicht gut. Oder wenn wir hören, dass jemand im kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht ist, dann ist es auch, wird er überleben oder wird es sterben werden? Es kommt dann zu einer Entscheidung, entweder so oder so. Und das ist auch das Wort, das Jesus gebraucht in Johannes 9. Und deshalb ist es auch das Wort, das ich jetzt im Titel genommen habe. In der Übersetzung heißt es, in 39, und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Aber da steht im Griechischen das Wort Krisis. Ich bin zu einer Krise in der Welt gekommen. Also Gericht, dann denkt man am letzten Gericht. Aber das Wort Krisis, das ins Griechische bedeutet das eine Entscheidung. Da geht was auseinander. Es geht links oder rechts. Es ist, um beim Vorbild zu bleiben, es wird Krieg oder es bleibt Frieden. Es wird Leben oder Tod. Und das ist auch, was ich meine, hier in diesem Kapitel, ein langes Kapitel, wie gesagt, da gibt es so einige Momente, wo eine Krise entsteht, wo jemand eine Entscheidung treffen muss, für oder gegen Jesus. Und das sieht man nicht so, wenn man das Wort mit Gericht übersetzt, aber schon, wenn man sagt, Christus sagt, ich bin zu einer Krise in der Welt gekommen. Wer Christus begegnet, wer von ihm hört, der muss sich entscheiden. Glaube ich, was er sagt oder nicht? Halte ich ihn für einen Weltverbesserer, ein Großer aus der Reihe von Gandhi, Martin Luther King und wer es alles gegeben hat? Oder ist er mein Erlöser? Und diese Momente von Entscheidung, die trifft man sehr deutlich hier in Johannes 9. Da spricht Christus auch über das Licht und über die Nacht. Und es geht nicht darum, dass er meint, dass es in der Welt so dunkel ist. Die Welt ist für uns dunkel, weil wir von Natur blind sind. Wir sehen ja nichts. Wir sehen Gott nicht, wir sehen nicht, wie wir selbst sind. Und das ist, was er meint. Und deshalb auch diese ganze Geschichte Johannes 9, eine Geschichte über Blindheit. Und man spürt, und ich werde das auch versuchen, das mal deutlicher zu sagen, dass es so langsam in diesem Kapitel, in dieser Geschichte, findet ein Wechsel statt von physisch blind sein, von leiblich blind sein zum geistlichen blind sein. Und da endet es ja auch bei diesem Wort von Christus über geistlich blind sein. Erstmals die Frage, ob dieser Blindgeborene, ob es ihm noch jetzt so viel geholfen hat, dass er in seinem Leben Jesus begegnet ist. Ich meine das nicht blasphemisch oder so oder spöttisch, sondern wirklich, wenn man sieht, am Ende und am Anfang könnte man fragen, was hat ihm jetzt diese Begegnung mit Jesus genutzt?
Am Anfang ist er blind, das ist schlimm, aber die Leute hatten noch ein Auge für ihn, sie gaben ihm Geld. Aber am Ende, er kann wieder sehen, aber keiner will ihn noch sehen. Da ist er exkommuniziert, ausgetrieben aus der Synagoge, ganz auf sich allein gestellt. Also was hat das jetzt gebracht, diese Begegnung mit Jesus? Erstmal dieser Mensch, blind geboren, das heißt, wie Sie wissen, ein finanzielles Problem. Es gibt keine Sozialfürsorge für blinde Leute, das heißt, man muss betteln gehen, um an Einkünfte zu kommen. Und er bettelt, finanzielles Problem, ein leibliches Problem, dass man blind geboren ist mit allen Problemen, die es da mit sich bringt. Aber es ist auch ein viel schwieriges, viel schwereres Problem, das geistliche Problem, nämlich die Frage, die dieser Mensch hat, ob er selbst schuld ist an seiner Blindheit. Das ist ja auch, was wir hören in dieser Diskussion. Hast du gesündigt oder deine Eltern, dass du blind geboren bist? Das ist eine Frage. Er hat sich clever ausgesucht, da beim Eingang des Tempels sich hinzusetzen und zu betteln, das kennen wir ja alle, wenn man auf Reisen geht, wenn sie auf Urlaub waren, dann sieht man in Deutschland oder sonst wo oder in anderen Ländern, dann besucht man eine schöne Kirche und dann hat man oft das Problem, da sitzt da so ein Bettler oder eine Bettlerin. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig. Was soll ich denn damit anfangen? Ist diese Person wirklich arm oder nicht? Soll ich ihm was geben und was macht er dann mit dem Geld? Geht er was Alkohol kaufen oder was anderes? Ich habe mal eine Doku gesehen im deutschen Fernsehen über Betriebe, Bettlerbetriebe. Die werden morgens mit Taxi gebracht und fahren abends mit Taxi wieder nach Hause, machen mehr Geld als die meisten von uns an einem Tag. Und das sage ich natürlich, damit ich dieser Person nichts geben brauche. Aber der sitzt beim Eingang des Tempels und das ist ganz klug. Denn die Leute, die zum Tempel gehen, die wissen, wir kommen für das Angesicht Gottes. Und dann ist es gut fürs Gewissen, wenn man vorher was Gutes getan hat. Oder es ist nicht so gut fürs Gewissen, wenn man so an so einer Person vorbeiläuft. Das heißt, er sitzt dort und die Leute sehen ihn als ein Objekt von Barmherzigkeit. Ein Objekt, ein Ding, dem man was gibt. Objekt von Barmherzigkeit, man gibt ihm was, damit man mit einem guten Gewissen vor Gott im Tempel erscheinen kann. Die Nachfolger von Christus, seine Jünger, sehen nicht ein Objekt der Barmherzigkeit, die sehen, da sitzt ein theologisches Problem. Und die fragen auch, also Jesus, du bist ja Experte hier, erzähl uns mal, wir haben schon lange eine Diskussion über die Frage, wenn jemand blind geboren ist, ist das dann seine Schuld oder die Schuld des Eltern? Jemand muss Schuld haben. Nichts passiert nur so, da ist die Hand Gottes drin und wenn man blind geboren ist, da muss jemand bestraft werden. Das können die Eltern sein, die werden bestraft mit einem blinden Kind. Weil das kostet viel Geld, viel Mühe, die haben vielleicht eine Sünde getan und werden damit bestraft. Aber es gibt auch die Theorie in der Theologie der Pharisäer, die sagten, es kann auch sein, dass der Blindgeborene selbst bestraft wird. Dass er im Bauch seiner Mutter, wo man ja üblicherweise 9 Monate sitzt, vielleicht einen schlimmen Gedanke gehabt hat, ungläubige Gedanke oder was auch immer. Kinder, die noch nicht geboren sind, die reagieren auf Musik. Also wieso könnte es auch nicht so sein, dass er einen Gedanke hatte, der schlecht war und dass Gott ihm dann mit Blindheit bestraft hat. Die haben schon irgendwie eine Ahnung von der Verbindung zwischen Krankheit und behindert sein und Sünde, aber die legen die Verbindung ganz direkt. Wer behindert geboren ist, der hat gesündigt oder die Eltern. Und die gehen vorbei an der wirklichen Situation, nämlich dass Krankheit nicht
ist, dass Gott sagt, ich mache dich krank als Strafe, sondern wir haben gemeinsam Krankheit in der Welt gebracht, in die Welt gebracht. Und die dachten, er könnte es auch selbst getan. Und deshalb fragen die junge Jesu, erzähl uns jetzt mal, wer ist jetzt schuld? Also die Menschen, die zum Tempel gehen, sehen ein Objekt von Barmherzigkeit und die Jünger sehen, da sitzt ein theologisches Problem. Und die Frage ist jetzt, was sieht Jesus? Und die Antwort finden wir im ersten Vers. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen. Es war eine lange Schriftlesung, Johannes 9, entschuldige, Sie hätten auch bei Vers 1 aufhören können, denn das ganze Evangelium ist schon im ersten Vers drin. Jesus sieht nicht ein Objekt, er sieht nicht ein theologisches Problem, sondern er sieht einen Menschen. Einen Menschen in Not. Einen Menschen, der Hilfe braucht. Einen Menschen, der Christus braucht. Das ist so treffend. Also vielleicht haben Sie gedacht, also 9, Johannes 9, langes Kapitel, also ein bisschen Dalli-Dalli, denn wir brauchen ja auch Kaffee irgendwann an diesem Abend. Und dann kann man leicht die Bedeutung dieses Wortes übergehen. Jesus sieht einen Menschen und geht auf ihm zu. Und da kommt das erste Moment der Krise. Das, wir kennen alle die Geschichte, da spuckt Jesus im Sand, macht einen Brei draus, sagt die Übersetzung, streicht ihm das auf die Augen und sagt, geh und wasch dich im Wasser Siloa, Siloam, Silo. Und wir lesen natürlich schnell weiter, wir wissen auch, wie es abläuft, das wird alles gut, Happy End, der wird wieder sehen können. Aber das ist doch eine merkwürdige Geschichte, was Jesus hier macht. Also ich denke, wenn Sie Kinder haben oder Enkelkinder, dass Sie nicht sagen, also das ist wirklich eine christliche Aktion, wenn du mal auf den Boden spuckst und dann deine Schwester oder so mit diesem Brei auf die Augen schmierst, das macht man nicht. Aber Jesus macht das. Und keiner weiß warum. In allen Kommentaren, keiner weiß warum. Ist uns auch egal. Er macht das und fragt ihm dann, sagt ihm dann, geh und wasch dich. Und das ist der erste Moment der Krise. Denn es kommt jetzt für diesen Blindgeborenen die Frage, glaube ich, was er sagt, oder finde ich das alles Quatsch? Wir wissen, er geht, aber wir sollten mal anhalten, also auf Pause drücken und sehen, was wird er jetzt machen? Er könnte ja auch sagen, was machen Sie eigentlich jetzt? Und denken Sie, dass das irgendwie eine Wirkung hat, so einen Mix aus Sand und wie heißt das auf Deutsch? Spucke, ja. Oder er sagt, denken Sie, dass das was auswirkt, so in einem Wasser mich zu waschen? Meine Eltern haben alles versucht, alle Ärzte besucht. Das hätte er sagen können. Hätte auch sagen können, wieso soll ich hier weggehen? Und sie sagen, geh nach das Wasser Siloa, wissen Sie auch, wie ich da hinkommen soll? Ich bin blind, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und übrigens, das kostet auch Geld. Also wenn ich hier nicht sitze, dann verpasse ich Einkünfte. Sagt er alles nicht. Er glaubt, was Jesus sagt, steht auf und geht zum Wasser, wascht sich und kommt sehend zurück, sagt die Schrift. Also dieser Moment von Krise, entscheidet er sich zu glauben, was Jesus sagt. Und wir sehen, ein Wunder passiert. Und ich denke, das ist wenigstens für mich und vielleicht auch für Sie eine Lektion. Wenn ich mehr tun würde, was Jesus sagt, würde es dann nicht besser gehen, würden nicht mehr Wunder passieren, wenn wir als Kirche mehr tun würden, was Christus sagt und nicht das alles kritisch hinterfragen, geht das überhaupt und wie soll denn das und wieso dies, sondern nur tun, was er sagt im Wort, dann können Wunder geschehen.
Johannes sagt hier in Johannes 9, und das ist wichtig, da sagt er, geht zum Teich Siloa in Vers 7 und dann steht da, das heißt übersetzt gesandt und wasche dich. Heißt übersetzt gesandt. Also das ist nicht Touristikinformation. Also wenn Sie mal in Israel sind und Sie suchen das Wasser, den Teich Siloa, dass Sie wissen, was das bedeutet, sondern das ist ein Wort, das Johannes hinzufügt, wie er sagt, am Ende seines Evangeliums, alles, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, damit Leute erkennen, dass Jesus der Christus ist. Und hier findet der Wechsel statt. Denn wenn Siloa, Silo bedeutet gesandt, dann sagt Christus zu diesen Blindgeborenen, wasch dich in den Gesandten. Ja? Und da findet dieser Übergang vom leiblichen Blindheit zu geistlicher Blindheit statt. Denn das ist die Botschaft am Ende von Johannes 9, dass Christus sagt, wir sollen uns waschen in den Gesandten, das ist er selbst. Wir brauchen sein Blut, um gereinigt zu werden von Sünden. Wir brauchen seine Heilung, damit wir sehen, wer er ist, wer Gott ist, wer wir selbst sind. Also das ist so eine verborgene Code, ein Zeichen. Wasch dich in Siloa, wasch dich in den Gesandten. Und er macht das, kommt zurück und er kann sehen. Und dann lesen wir in der Schrift, er geht nach Hause. Und da kommt das zweite Moment einer Krise. Denn er spaziert da seine Straße rein und die Leute, die sehen ihn kommen und die denken, was ist denn hier los? Der kann wieder sehen. Der ist blind geboren und der kann auf einmal sehen. Und einige der Nachbarn sind da froh drüber oder konstatieren es wenigstens. Und andere sagen, ist unmöglich. Wer einmal blind ist, der wird nie mehr sehen können. Also das ist ein Double. Der ist ihm ähnlich, sagt die Schrift. Also da kommt, um so zu sagen, das Werk Gottes. Und da wissen die Leute nicht, was sollen wir da jetzt mit anfangen? Mit so einem Wunder, mit so einem Eingreifen Gottes. Sollen wir das glauben oder nicht glauben? Krise in der Nachbarschaft. Eine Entscheidung für oder gegen das Eingreifen Gottes im Leben dieses Menschen. Man einigt sich nicht. Und dann geht man zu den Experten, zu den Pharisäern und sagen also, schaut euch das mal an, was mit diesem Menschen los ist. Und da kommt das dritte Moment der Krise. Denn jetzt gibt es Uneinigkeit unter diesen Schriftgelehrten und Pharisäern. Man sieht diese Krise, Krisis, wie das Wort sagt, das zerreißt sich die Gruppe in Für und Gegen. Einige sagen, was ist heute für ein Tag? Es ist ja Sabbat. Wir machen solche Sachen nicht auf Sabbat. Sie kennen das wahrscheinlich auch als Reformierte, Altreformierte. Ich kenne das auch von meiner Mutter. Wir tun solche Dinge nie auf Sonntag. Das geht auch morgen. Der ist blind seit Geburt, muss der denn heute auf dem Sabbatstag gereinigt werden, hätte auch morgen gekannt. Also, heute ist Sabbat, der Christus, der Jesus ist nicht der Christus. Der kommt nicht von Gott. Das ist klar. Und die andere Gruppe sagt, der Pharisäer, die sagen, ja, kann wohl sein. Aber er war blind und kann sehen. Und das geht nicht nur so. Da ist was passiert. Also auch dort weiß man nicht, was sollen wir mit dem Wunder Gottes anfangen oder besser gesagt, wir wollen nicht das Wunder Gottes erkennen. Eine Entscheidung. Und dann fragen sie den Menschen selbst, wie warst du immer blind und so, die Geschichte können sie lesen. Und dann wird gefragt, dieser Mensch, der dich genesen hat,
was war der? Dann sagt der Ex-Blindgeborene, der sagt, er ist ein Prophet. Also man sieht, ein bisschen geistlich blind ist er noch, denn er sieht Jesus nur als Prophet. Das ändert sich während der Geschichte, denn am Ende von Johannes 9 lesen wir, er betete ihn an. Und der Jude, wie der Nichtjude, jeder Mensch darf nur Gott anbeten. Und der weiß, Jesus ist Gott am Ende. Hier sieht er ihn noch als Prophet. Und dann fragen sie ihm, also erzähl mal, was ist hier passiert? Und dann sagt er, also ich verstehe was nicht. Also ihr seid doch die theologischen Experten. Und ihr fragt mich, was passiert ist. Das solltet ihr doch selbst wissen. Und die bleiben fragen, deshalb dauert das Kapitel auch so lange. Und dann kommt auch noch ein bisschen Humor dazu. Denn ihr sagt, also ihr wollt so viel wissen, wollt ihr vielleicht auch Jünger von ihm werden? Und dann werden die alle böse. Das wollen die überhaupt nicht. Und dann sagen die, willst du uns was sagen? Du bist ja in Sünde geboren. Du bist selbst ein Sünder. Da kommt das alte theologische Problem wieder und die haben jetzt gesagt, es ist deine Schuld, dass du blind geboren bist. Du hast so viel Schuld vor Gott und willst du uns sagen, was hier passiert ist? Schlimm. Und dann heißt es in 34, sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns, und sie stießen ihn hinaus. Das heißt, er wird verbannt, exkommuniziert. Es wird gesagt, du hast nicht länger Zutritt zur Synagoge, zum Tempel, du bist von Gott und Menschen exkommuniziert. Sie stießen hinaus. Wichtiger Satz in diesem langen Kapitel. Und dann gehen die theologischen Experten, die gehen zu seinen Eltern. Die wollen wissen, wie ist das eigentlich? Kann das ein Wunder sein oder nicht? Und da kommt dann die vierte Krise. Und ich finde das also der schlimmste Teil dieser ganzen Geschichte. Da kommt der Sohn nach Hause, der blind geboren war, der wieder sehen kann. Die Pharisäer fragen, ist es euer Sohn? Ja. War er blind geboren? Ja. Wieso kann er jetzt sehen? Frag ihn doch selbst. Also, sie lassen ihn ganz alleine stehen. Das ist übrigens sowieso auffallend in dieser ganzen Geschichte. So viele Leute, die das Wunder Gottes sehen und das problematisieren. In diesem langen Kapitel, Sie haben es ja alle gelesen und gehört, es gibt nicht einen Moment, wo auch nur je eine Person sagt, was bin ich froh, dass du wiedersehen kannst. Alle haben ein Problem damit. Ist doch merkwürdig, ne? Keiner sagt, oh, wie schön, endlich kannst du wiedersehen. Alle finden es problematisch. Und das Schlimmste ist, dass hier bei der vierten Krise die Eltern ihren Sohn so eigentlich vor der Tür setzen. Frag ihn doch selbst. Und Johannes fügt hinzu, wieso das ist. Er schreibt, denn es wurde beschlossen im Kirchenrat, im Konsistorium der Pharisäer, dass jemand, der Jesus als Christus erkennt, aus der Synagoge ausgeschlossen werden soll. Und da haben die Eltern Angst vor. Also nicht den Sohn verteidigen, ihm vor der Tür setzen, vor die Tür. Vor die Tür setzen. Ja. Denn wenn jemand aus der Synagoge ausgeschlossen wird, das ist das Ende. Also wenn du ein Geschäft hast,
dann bekommst du keine Kunden mehr. Und wenn du eine Stelle hast, dann wird dir gekündigt. Denn ausgeschlossen aus der Synagoge heißt, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben und also wir als Menschen auch nicht. Ganz alleine. Und die Eltern, die lassen das zu, aus Angst. Das ist natürlich, was wir ständig die Geschichte durchsehen und auch heute noch die Geschichten, die kennen Sie, wenn jemand so in arabischen Ländern, islamitischen Ländern zum Glauben in Christus kommt, dann wird er oft auch verstoßen von der Familie, von der Gesellschaft. Manchmal passiert es auch unser einer von Familie oder Kollegen oder Freunden, wenn man zu Christus gekommen ist, dass einige sagen, na gut, jetzt wird es mir doch ein bisschen zu eng, ein bisschen Distanz gehen und hier ist er dann ganz alleine. Deshalb meine Frage am Anfang, was hat es ihm jetzt gebracht, diese Begegnung mit Jesus? Dann sehen wir, dass er ausgestoßen wurde und dann kommt, und das finde ich, das ist der schönste Text des Kapitels für mich. Noch schöner noch als der Vers 1, wo es heißt, Jesus sah einen Menschen. Das ist der Text in 35. Ich lese. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand. Als er ihn fand. Das heißt, Christus hat gesucht. Wo wohnt dieser Mann? Ich habe gehört, er ist verstoßen, ganz allein. Und als er ihn fand, es ist nicht nur so, dass nach Johannes 9 Johannes 10 kommt, das wissen Sie, aber Johannes 10, das ist ja das Kapitel über der gute Hirte, der sucht, was verloren ist. Und hier sehen wir das. Christus sucht denjenigen, der in Not ist, der alleine ist wegen des Glaubens in ihm. Als er ihn fand, kann man leicht überlesen, überhören, aber sehr wichtig, als er ihn fand, Christus hat ihn gesucht. Und dann hat er ihn gefunden und dann sagt er, glaubst du an den Menschensohn? Und dann sagt er, ja, aber wer ist denn das? Und dann denkt man, also bist du blind oder so? Das ist doch Christus, der vor dir steht. Aber er hatte ihn noch nie gesehen. Also Christus stand vor ihm, als er noch blind war. Dann ist er nach Siloam gegangen und jetzt sieht er ihn wieder. Und dann sagt Christus, der vor dir steht, der ist es. Und dann sagt er, Herr, wer ist, dass ich an ihm glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Herr, ich glaube und betete ihn an. Hätte auch sagen können, ja, also das ist, du hast mir was Schönes eingebrockt jetzt. Ne? Ich kann wieder sehen, aber keiner will mich noch sehen. Nee, er sagt, Herr, ich glaube. Keine lange Rede, nur dieses Wort, ich glaube, und betete ihn an. Er kennt Christus als Gott. Und da sind natürlich die Pharisäer, die sind da ihm gefolgt, als er diesen Menschen gesucht hat. Und dann sagt Christus am Ende, ich bin zu einer Krise in der Welt gekommen. Wo ich komme, da kommt es zu einer Entscheidung. Und dann sagt er, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Also er meint, das hört man aus, was er weiter sagt, die Leute, die denken, wir sehen es, wir wissen es alles genau, wir wissen, dass du nicht der Christus bist, die werden blind. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Und dann sagt Christus, werdet ihr nur blind? Also würdet ihr nur sehen, dass ihr blind seid, dann würdet ihr sagen, wasch auch mich. Ich will auch sehen, wer du bist. Ich will auch glauben. Aber jetzt, wo ihr meint, wir sehen alles, da bleibt das Urteil auf euch. Wenn ihr euch nicht wascht in dem Gesandten, dann bleibt das Urteil auf euch.
Eine lange Geschichte, langes Kapitel mit vier Momente von Krise, die wir jetzt nicht hören, nur aus der Distanz, als eine Geschichte aus der Bibel, sondern auch als ein Wort für uns. Es kann auch für mich gelten und vielleicht auch für Sie, dass wir manche Dinge meinen, gut zu sehen, aber eigentlich blind sind für die Wunder Gottes in unserem Leben, für bestimmte Sünden in unserem Leben, für bestimmte Positionen, die wir halten und die vielleicht nicht biblisch sind und deshalb immer zu Siloa gehen, zu Christus gehen und dich waschen lassen. Und auch von uns fragt Christus nicht lange Sätze. Der eine redet ja mehr als der andere und der eine kann auch besser eine Rede halten als eine andere. Das ist, wenn es um diese Frage geht, alles egal. Nur eins will er hören. Herr, ich glaube.